Sven, du bist gerade den Rhein-Ruhr-Halbmarathon gelaufen. Ein 1,25 glatt. Erzähl mal, wie war's? Ja, was soll ich sagen? Das war heute doch schon ein hartes Stück Arbeit. Die Wärme, also heute Morgen hat man erst gesagt, naja, ist ein bisschen frisch. Aber dann kam immer mehr die Sonne raus und dadurch, dass der Start sich verschoben hatte, war das schon gar nicht so einfach, muss man sagen, auf der Strecke. Dann kam immer so ein bisschen Wind. Das war dann auch unangenehm, wo man gedacht hat, naja, aber diese Wärme und was das Problem war, den Körper herunterzukühlen. Das hieß halt, an alle Verpflegungsstellen immer mindestens 2 bis 3 Becher Wasser, nicht zum Trinken, alle rüber über den Kopf und in dem Nackenbereich, Oberkörper und so weiter, damit man sich runterkühlen kann. Stimmungsmäßig gab es halt an einigen Stellen auch, das war schon richtig toll. Also da konnte man so richtig durchlaufen und dann ein bisschen Finger wackeln und so weiter, um sich entsprechend zu bedanken, wobei ich da mit dem Kopf ganz woanders war, weil es war heute nicht so einfach. Wobei ich natürlich super zufrieden bin, irgendwie glaube ich unter den Top 15, bei, ich weiß nicht, ob wir bei knapp unter 2000 Startern, also ist schon wieder so genial, dass ich bin super zufrieden, muss man auch sagen. Wobei die Strecke gehört nicht zu meinen Lieblingsstrecken, das muss ich dazu sagen, weil ich glaube, das letzte Mal, wo ich hier gelaufen bin, bin ich 10 oder 20 Minuten langsamer gewesen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also schauen wir mal, was jetzt noch kommt und ja, allen Finishern herzlichen Glückwunsch, super, habt ihr super gemacht und wir sehen uns auf einer anderen Strecke. Ja, danke und herzlichen Glückwunsch, Sven. Dankeschön.